Philipp Lyon is also very famous in Dubai. Okay. And he also has a cooperation with Mashallah Streetwear. You heard of that, right? Yeah. Ist jetzt Roberto Gaisini so ein bisschen das Outlet von Philipp Lyon geworden? Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute haben wir ein absolut absurdes Video. Schaut mal, wozu ich eingeladen wurde. Ob das eine besonders intelligente Idee war, das wird sich heute noch weisen. Wir werden uns auf jeden Fall heute näher sicher rennen durch die Kamera. Wir werden uns aber heute die Veranstaltung anschauen. Es sind einige lustige Leute unterwegs. Das klassische Philipp Lyon-Klientel hat sich hier auch versammelt. Und wir werden uns die ganze Veranstaltung ein bisschen anschauen. Vielleicht werden wir sogar noch Philipp Lyon treffen und denen ein paar Fragen stellen. Und die Leute, die heute hier eingeladen wurden und die Leute, die gerne Geld für Philipp Lyon ausgeben, kennenlernen. Schauen wir uns natürlich an. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, weil der Corona-Test hat funktioniert. Corona-Test funktioniert, Corona-frei. Es geht los zum Philipp Lyon. Dann gehen wir rein. Let's go. Okay, Sicherheitspersonal hat überprüft. Wir sind safe, wir dürfen rein. Wir sind safe. Wie viel kostet so ein Bundle? 1.000–2.000 Euro? Ja, 1.200. Das einzige Giveaway, was es heute gibt bei der Party. Gerne das Bundle. Ah, sonst gibt's nichts heute. Dankeschön. So, die ersten Proleten haben wir schon gefunden. Ja, grüß Gott. Champagner geht so. Perfekt. Ist das deiner? Ich habe eh noch gerade Corona gehabt, gell? Ah, du bist ein klassischer Philipp Lyon-Kunde, oder? Was hast du für die Jacke zahlen? 2.500. Okay. Wie leistet man sich als Geringverdiener so eine teure Jacke? Naja, das AMS-Geld 2 Monate sparen und dann geht's, ne? Sicher. Und Kindergeld, oder? Genau, das Kindergeld ist auch noch dabei. Perfekt, und die lässig. Corona-Förderungen, ne, für die Unternehmer. Die Corona-Förderungen. Aber bist du nicht ein bisschen zu untrainiert für Philipp Lyon? Ja, naja, mit 87 Kilo, wie fühlt es an mit 83? Eh ganz gut, aber dafür bin ich ein bisschen größer als du. Das sicher. Aber du weißt, was zu meinem Hemd zeigt? Ja, die Schlichtheit gefällt mir richtig gut. Dankeschön. Gibt schon um 137, aber ich finde der Totenkopf fehlt. 150. Okay, perfekt. Freitag 19 Uhr. Ich bestelle es um 20 Uhr. Sicher ist noch was da, oder? Das ist spät. Bin auch schon bereit. Das ist spät. Bin auch schon bereit. Sehr gut. Willst du auch irgendwas dazu sagen? Was trinkt man da Leckeres? Naja, ich habe heute auch mal Philipp Lyon ausnahmsweise an. Ja? Wirklich? Wie hast du dir das leisten können? Ach, das war 2016, da habe ich noch genug verdient. Da hat der Robert Geis noch die Designs gemacht, ja, oder? Ja, sicher. Okay. Macht er das heute noch oder haben die so eine WhatsApp-Gruppe gemeinsam? Ich glaube, sie haben eine WhatsApp-Gruppe. Ich werde heute meine ganzen guten Connections verhauen und werde danach nie wieder eingeladen werden, aber ich bin froh, dass ich da bin. Grüß dich, grüß dich. Ja, ja. Entschuldigung, Filmen ist ja nicht erwünscht, gell? Okay, let's go. Official Obertus, wie schmeckt das Essen? Ja, super. Wie schmeckt das Essen da? Philipp Lyon ist da mit seiner neuen Freundin. Super. Eine hübsche. Eine hübsche? Ja. Hast du die schon auscheckt? Ja, schaut sehr gut aus. Verkauft die Schuhe von sich? Sie ist sehr nett. Wie taugt sie da? Ich sehe, du hast auch schon einen Anzug von Philipp Lyon, oder ist ja, der nicht? Genau, von Philipp Lyon. Perfekt, danke dir. Bis nachher. Viel Spaß noch, gell? Ja, nein. Umarmung gibt's auch noch. Gehört, dass wenn man Philipp Lyon trägt, sich automatisch die Persönlichkeit verändert. Ich werde das jetzt kurz einmal ausprobieren. Gut integriert, oder? Ja. Sie nehmen mich schon als einen von Ihnen wahr. Okay, danke trotzdem. So, wir haben jetzt versucht, ein paar Leute noch zum Interview zu bekommen, die drei Burschen da drüben. Haben aber gemeint, wenn die im Fernsehen sind, dann die werden überall gesucht, haben sie gemeint. Also, das wäre eher suboptimal. Also, nach wie vor haben wir es lustig. Da steht Philipp Lyon jetzt schon. Hallo Philipp, coole Veranstaltung. Ja. And you're here in Vienna for the event today. We are here for 2 days, mm-hmm. But only for Philipp Lyon party. Ah, okay. So you love the brand Philipp Lyon? Yeah, my friend really loves it. Yeah,
Okay, you love it. Philipp Lein is okay, it's good. Okay. Philipp Lein is also very famous in Dubai, okay. And he also has a cooperation with Mashallah Streetwear. You heard of that, right? Yeah. Yeah, and you love it. Yeah, we love it. We love it all with Philipp Lein. Everything with Philipp Lein is great. Even if he does something with Mashallah. And there's another company, Inshallah, he also cooperates with this company. You like it as well? Yeah. Everything what he does. Yeah, is me scary. Too. I'm so obsessed with Philipp Lein. He's just the fucking greatest, right? Yeah. Have you ever heard of Roberto Gaisini? About what? Roberto Gaisini? No. Okay, me neither. Okay, great. Thank you very much. Take care. Have fun at this event. Thank you. Mashallah, Inshallah. Beides Bombenmarken. Kein Wunder, dass die kooperieren in Dubai. Also, Philipp Lein ist heute anscheinend nicht so gut gelaunt. Komisch, wenn ich in Wien ein Store Opening hätte, wäre ich auch nicht so gut gelaunt. Mashallah, Inshallah ist in Dubai auf jeden Fall lustiger. Aber vielleicht können wir ihn jetzt überzeugen, dass er zumindest ein kurzes Video mit mir macht. Kein Interview, aber wir stehen halt deppert nebeneinander und grinsen in die Kamera. Vielleicht geht zumindest das. Wow, ich werde so Ärger kriegen nach dem Video. Ja, super. Ah, ich muss mich anstellen. Für ein Foto mit Philipp Lein muss man sich anstellen. Mahlzeit. Übrigens, der neue Werbeslogan vor der Kooperation mit Mashallah und Philipp Lein ist, isst du Schwein, darfst nicht rein. Ist nicht meine Kollektion. Okay, schauen wir, ob Philipp... Ja. Entschuldigung, können Sie auf die Seite gehen? Danke. Ah, super, danke schön. Mit dem Kameramann. Also, wir warten jetzt kurz. Ich kann da ums Eck schon den Philipp Lein sehen. Ich bin ultra nervös, aufgeregt. Als meiner größten Idole, dementsprechend. Der Max ist da, das ist der YouTuber aus Österreich. Kurze Frage nur an dich. Ja? Ist jetzt Roberto Gaisini so ein bisschen das Outlet von Philipp Lein geworden? Ich weiß nicht, wer das ist. Der lebt auch in Deutschland. Der verwendet gerne Designs von dir. Ist aber damit ganz erfolgreich. Es gibt relativ viel Skulls und Fake und überall. Ja, das stimmt. Ja, wir gehen schon. Entschuldigung. Okay, sorry. Hast du immer wieder solche Sachen? Das kommt immer wieder vor. Aber das gibt schon seit so vielen Jahren, seit 20 Jahren. Ja, ein Zeichen des Erfolges. Dankeschön. Danke dir. Schönen Abend. Hallo, schluss mal. Das sind übrigens zwei Ex-Missen aus Österreich: Miss Raten und Miss Lungen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo alles geschlossen ist, ist man natürlich auch happy, wenn es solche Veranstaltungen gibt, oder? Absolut, absolut. Du selbst auch einmal Corona gehabt, kurzzeitig? Habe ich nicht gehabt, danke. Hast du nicht gehabt, ja. Viele haben ja unterschiedlichste Symptome, aber ein weit verbreitetes ist der Geschmacksverlust. Habe ich gehört, stimmt. Ja. Ist dir das auch passiert? Ist mir nicht passiert. Bist du sicher? Ich bin auch geimpft schon. Okay. Nein. Wieso sicher? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt, oder? Nein, ich gehe jetzt einfach in den zweiten Stock. Dort bin ich sicher. Der Philipp mag mich eh gern. Verstecke mich einfach hinter seinen Bodyguards und werde den Abend noch ausklingen lassen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Mir hat es ultra viel Spaß gemacht, vor allem, weil der Markus nicht lachen darf. Der ist nämlich operiert worden und der hat Schmerzen, wenn er lacht. Und nicht vergessen, am 19. gibt es was Gescheites. Da gibt es die neue Kollektion von M&M zum offiziellen Release. Ich hoffe, ihr seid am Start. Freunde, ich verlinke jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ich lasse mir heute noch gut gehen und ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war's von Philipp, vom Thomas Moder und von mir, euer Maximilian.